In diesem Video gucken wir uns eine Brachistochrone an. Das kann man hier mal sehr schön untersuchen, weil man heutzutage ja die Möglichkeit hat, Sachen auf einem 3D-Drucker einfach auszudrucken. Und genau das machen wir hier mal in diesem Video. Und dann zeige ich dir nicht nur, beziehungsweise die Theorie dahinter, tue ich eigentlich nur kurz halten. Weil mathematisch gesehen ist das Ding ein bisschen knifflig. Hier steht es tatsächlich im Vordergrund, das Ding einfach mal auszuprobieren. Schauen wir kurz mal die Geschichte dazu an. Da gibt es einen Johann Bernoulli und der beschäftigt sich mit einem ganz einfachen Problem. Wenn man irgendwo, sagen wir mal, einen Berg herunterfährt, und wie sieht praktisch die Form aus, mit der man sozusagen am schnellsten unten ist? Ist es praktisch der kürzeste Weg, also sprich eine Gerade oder irgendwas anderes? Und das Ganze stellte er als Wettbewerbsaufgabe, wo auch sehr viele bekannte Persönlichkeiten, unter anderem zum Beispiel Newton, mitmachten und ja, es gab dann tatsächlich auch eine Lösung und das Ganze sieht man als Geburtsstunde der Variationsrechnung. Also ganz grob gesagt, das, was du so in der Schule als Ableiten und Integrieren kennenlernst. Ich zeige dir hier ein Beispiel, was du vielleicht kennst. Und zwar bei der Optik, beim Brechungsgesetz lernt man ja, das Gesetz von Snellius, dass das Licht den Weg nimmt, der die kürzeste Zeit erfordert. Man hatte so ein Standardbeispiel, und zwar ein Rettungsschwimmer, und da ist jemand zu retten, und der möchte schnell bei der Person sein, die zu retten ist. Und da würde man ja im Moment sagen, na gut, der kürzeste Weg ist vielleicht auch der schnellste. Nein, ist er nicht, weil der Strand, wenn man am Strand sich bewegt, ist man viel, viel schneller, als wenn man sich im Wasser bewegt. Und daher ist vielleicht ein Weg wie dieser hier, der mir jetzt mit den gelben und grünen Strichen eingezeichnet ist, vielleicht schneller, weil ich ja zwar mehr Weg auf dem Strand zurückgelegt habe, aber dafür war ich ja viel, viel schneller unterwegs. Und das heißt, der kürzeste Weg ist nicht zwangsläufig auch der schnellste Weg. Wobei das hier noch relativ einfach ist. Die Geschwindigkeit am Strand ist ja, wir nehmen einfach mal an, immer gleich. Und auch die im Wasser ist immer gleich. Das heißt, das hier ist noch relativ einfach zu handeln. Aber wenn ich irgendwo runterfalle, verändert sich ja meine Geschwindigkeit ständig. Und das macht natürlich diese Fragestellung, welcher Weg sozusagen der schnellste ist, wenn ich irgendwo herunterfalle, wesentlich schwieriger. Schauen wir uns ein bisschen Hintergrundwissen an. Dazu erstmal die Begrifflichkeiten. Brachistos heißt kürzeste, Chronos ist die Zeit. Das geht um eine Verbindung zwischen zwei Punkten und eine Masse unter der Einfluss der Gravitationskraft startet praktisch und fällt, rollt wie auch immer runter und landet dann irgendwo beim Ziel, was natürlich tiefer liegt. Und diese Brachistochrone hat auch noch eine tolle Eigenschaft. Es ist nämlich auch eine Tautochrone. Das ist praktisch, egal wo ich starte, ich lande immer, ja, ich brauche immer die gleiche Zeit, egal ob ich sozusagen wirklich am Start beginne oder irgendwann unterwegs. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dank 3D-Drucker kann man sich das Ganze einfach ausdrucken und ausprobieren. Und genau das machen wir jetzt. Man kann so eine Brachistochrone natürlich ausrechnen. Aber, naja, wenn Bernoulli schon einen 3D-Drucker gehabt hätte, der Vorteil ist natürlich, ja, man kann es einfach ausdrucken. Und hier habe ich drei, sagen wir, Varianten, um
von oben nach unten zu kommen. Ich habe einmal eine gerade Linie, praktisch die kürzeste Verbindung. Dann habe ich hier die Praristochrone und hier außen nochmal eine andere Variante, wo es einfach erstmal steil nach unten geht und dann flach hier rüber. So, und damit ich das auch hinkriege, gibt es hier eine kleine Hilfe in Form so eines Halters. Und dann machen wir hier drei Kugeln rein. Und damit das natürlich jetzt auch schön wird, probiere ich das Ganze jetzt mal in Slow Motion. Du hast in der Zeitlupe gesehen, dass tatsächlich die mittlere Spur, Praristochrone, die schnellste Variante war. Und wenn man genau hingeguckt hat, obwohl dieser Weg hier der vordersten Spur, also zu dir her gesehen, vorderste Spur, länger ist, war sie doch ein Ideechen, so ganz klein bisschen schneller. Es waren wirklich nur ein ganz klein bisschen, aber trotzdem war die Kugel hier ja, ein Stückchen schneller. Und die kürzeste Verbindung war tatsächlich die Kugel, die am längsten gebraucht hat. Und das ist, glaube ich, mal eine ganz spannende Geschichte. Und wie gesagt, ich kann das gerne mal verlinken. Das Ding habe ich natürlich nie selber gemacht. Da gibt es eine schöne Plattform, der Thingiverse. Und da kann man sich solche Sachen kostenlos runterladen. Und dann braucht man nur noch einen 3D-Drucker. Und dann kann man sowas sich ausdrucken und das selber ausprobieren. Und wenn wir schon dabei sind, diese Praristochrone, die hat noch eine Besonderheit, denn es ist gleichzeitig auch eine ja, Tautochrone. Das heißt, von jedem beliebigen Punkt ist es die gleiche Zeit. Machen wir mal einen kleinen Wechsel. Hier haben wir zwei Praristochronen, im Prinzip hier auch Tautochronen, nebeneinander, damit wir das vergleichen können. Und da werde ich jetzt wieder die Zeitlupe bemühen. Eine Kugel weglegen. So. Und wenn man die hier jetzt sozusagen gleichzeitig anstößt, ist natürlich klar, dass beide gleichzeitig ankommen. Aber jetzt starten wir mal die aus unterschiedlichen Höhen. Du hast also gesehen, es ist egal, wo ich hier mit meinen Kugeln starte, sie kommen gleichzeitig unten an. Und das funktioniert auch nur wirklich bei einer Tautochrone. Okay, fassen wir das nochmal kurz zusammen, indem ich die beiden Kumpanen hier mal nebeneinander stelle. Wir hatten hier die Praristochrone. Praristo war sozusagen die kürzeste Zeit. Das ist praktisch die Variante, die kürzeste Zeit erfordert, um von einem höheren gelegenen zu einem tiefer gelegenen Punkt zu kommen. Und wenn ich mir hier die Tautochronen angucke, das ist in dem Fall die gleiche Zeit. Das heißt, egal wo ich starte, ich brauche immer die gleiche Zeit, um sozusagen von meinem Startpunkt, der höher gelegen ist, zu meinem tiefer gelegenen Zielpunkt zu kommen. Ich denke mal,
War vielleicht mal ganz spannend. Und wie gesagt, man kann das wunderbar auf dem 3D-Drucker sich alle möglichen Varianten ausdrucken und ausprobieren. Und ich glaube, die Leute von damals, die das theoretisch gemacht haben, die würden sehr erstaunen, wenn sie sehen könnten, was wir heutzutage für Möglichkeiten hätten, um halt solche Sachen zu untersuchen.